Und der Kollege Joachim Pfeiffer für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer wirklich will, dass die Energiewende und dass der europäische Binnenmarkt für Energie, den wir nämlich immer noch nicht haben, im Gegensatz zu anderen Teilmärkten des europäischen Binnenmarktes, zum Erfolg führt und zum Erfolg geführt wird, der muss dafür sorgen, dass wir jetzt mehr Markt, mehr Wettbewerb und mehr Europa in der Energieversorgung bekommen. Wir haben in der letzten Sitzungswoche bereits wesentliche Gesetzespakete für diesen Umbau hier neu justiert. Das Strommarktdesign, die Flexibilisierung, damit verbundene Flexibilisierung auch der Nachfragekurve. Der Wettbewerb funktioniert nämlich in vielen Bereichen immer noch nicht richtig. Die Angebotsseite ist zwar zunehmend flexibel, aber die Nachfrageseite immer noch recht starr. Und wir haben die Digitalisierung der Energiewende ebenfalls eingeleitet. Heute geht es darum, einen weiteren wesentlichen Eckpfeiler, nämlich das EEG, marktwirtschaftlicher, wettbewerblicher, europafester auszurichten und damit den Weg einzuschlagen, endgültig die Energiewende und auch den europäischen Binnenmarkt zum Erfolg zu führen. Warum ist dieses gerade beim EEG so dringend notwendig? Das EEG mit seinem Vorläufer Stromeinspeisegesetz gibt es nun jetzt seit fast 26 Jahren. Und es ist auf der einen Seite sehr erfolgreich, was den mengenmäßigen Zubau an Erzeugung bei erneuerbaren Energien anbelangt. Es ist zum Teil sogar Opfer seines eigenen Erfolgs, weil nämlich der technologische Fortschritt und auf der Kostenseite die Kosteneffizienz bei vielen Technologien, bei Photovoltaik bereits Ende der 2000er Jahre, jetzt bei Wind Onshore, aber auch bei Wind Offshore beispielsweise, deutlich größer und schneller vorangeschritten ist, als wir uns das ursprünglich erhofft und vorgestellt hatten. Und auf der anderen Seite wir alle gemeinsam nicht in der Lage waren, die bisherige politische Preissetzung, wir haben ja im EEG eine politische Preissetzung, keine marktwirtschaftliche Preissetzung, die politische Preissetzung so zu verändern, dass sie diesem technologischen Fortschritt und den Kosteneffizienzfortschritten folgt. Und zu was hat es geführt? Das hat dazu geführt, dass der Ausbau der Erzeugung ständig und in vielen Sektoren weit über dem lag, was in den Ausbauzielen wir uns gemeinsam vorgenommen hatten. Zuletzt im Koalitionsvertrag 2013, wo wir bei Wind Ausbaupfade festgelegt haben, die im Übrigen auch schon viel höher lagen, als die wiederum gemeinsam damals ja im Energieprogramm 2010, 2011 fast von allen Fraktionen ja gemeinsam festgelegten Ausbauzahlen, die wiederum weiter nach oben explodiert sind. Und das hat dazu geführt, dass unnötig hohe Kosten entstanden sind auf der einen Seite, nämlich rund 500 Milliarden Euro allein durch das EEG an Ausgabenzusagen durch Festpreis, durch unbegrenzte Mengengarantie und eine 20-jährige Laufzeit. 350 Milliarden dieser Ausgabenzusagen sind jetzt noch in den nächsten 20 Jahren von den Stromverbrauchern abzutragen. Und es hat dazu geführt, weil wir es versäumt haben, trotz aller Bemühungen, den Netzausbau mit dieser Erzeugung, mit diesem Zuwachs an Erzeugung, dem Anstieg, überproportionalen Anstieg der Erzeugung zu synchronisieren, dass der Strom vielfach nicht abtransportiert werden kann in die Verbrauchszentren, wo er gebraucht wird. Ganz eklatant ist die Situation in Niedersachsen. Und zwar brauchen wir da gar nicht parteipolitisch uns den schwarzen Peter zuschieben.
Weder die Regierung, die ab 2015, wo wir den Netzausbau begonnen haben zu beschleunigen, im Endlack 2008, 2009, noch die jetzige Regierung, haben es vollbracht, in Niedersachsen auch nur einen Meter Leitung in den letzten 7, 8 Jahren zu bauen. Auch nur einen Meter Leitung und Übertragungsnetz zu bauen. Und deshalb haben wir die Situation, dass der Ausbau offshore, den wir vor 2 Jahren hier in diesem Haus auch beschleunigt haben mit hohen Kosten, und der Ausbau onshore nicht durch Niedersachsen in den Süden abtransportiert werden kann. Vom Energieleitungsausbaugesetz, das eigentlich 2010 hätte fertig sein sollen, 2011 sind heute gerade mal 1/3 der Leitungen fertig. Vom Bundesbahn, weder Bundesbahn noch Bundesbank, sondern vom Bundesbedarfsplangesetz für Leitungen sind heute gerade mal 1% der uns vorgenommenen Leitungen fertiggestellt. Und das zeigt, dass der einseitige Setzen auf Erzeugung, und das können Sie hier noch so viel Bremborium abziehen, eben nicht zum Erfolg führt, sondern es muss mit dem Netzausbau synchronisiert werden. Und wenn dieses nicht erfolgt, dann entstehen auch Redispatch-Kosten, also Abregelung von Kraftwerken im Norden, Erneuerbare, und Kosten, die dann trotzdem bezahlt werden im Übrigen, egal ob es eingespeist wird oder nicht, und im Süden dann entsprechend das Hochfahren von Kraftwerken oder auch im benachbarten Österreich, um das System zu erhalten, Frequenz und Spannung zu halten und auch die nötige Energieversorgung zu machen. Das ist das Problem, vor dem wir stehen. Und deshalb ist es dringend notwendig, diesen Systemwechsel, der heute beschlossen wird, nämlich weg von der Preisgarantie, von der politischen Preissetzung hin zu einem Ausschreibungsverfahren, wo wir eine Mengensteuerung zumindest in Zukunft erreichen können und dann wettbewerblich am Markt die entsprechenden Preise gebildet werden und wir dann die Kosteneffizienzpotenziale, die ich vorher beschrieben habe, die wir im bisherigen System eben nicht heben konnten, dann zukünftig heben können. Und das gilt gerade an Sie als Grüne und auch als Linke. Sie waren immer vehement und sind zum Teil noch heute gegen diese Ausschreibung. Wider besseren Wissens haben Sie in den letzten Jahren bereits verhindert, dass wir den Energieumbau und die Energiewende kosteneffizienter gestalten und die notwendigen Änderungen vornehmen. Das müssen Sie sich auf Ihre Fahnen schreiben lassen. Und deshalb unternehmen wir heute, Kollege Saathoff hat ja schon einige Punkte angesprochen, hier wesentliche Änderungen, dass wir zunächst am Wind-Onshore-Bereich, weil die Ausschreibungen nicht von heute auf morgen auch greifen können, jetzt auch noch mal notwendige Absenkungen vornehmen. Statt einer Einmalabsenkung in mehreren Stufen vom 1. März bis zum 1. August im nächsten Jahres, wo wir diese unnötigen Kosten, die im System drin sind, die Luft rauslassen und die für den Stromverbrauch erheben. Und ich wage mal die Prognose, es wird keine einzige Anlage weniger gebaut werden, wie jetzt vorgesehen ist. Genauso wie vor 2 Jahren beim EEG 2014, da sind Sie hier gestanden, gerade Sie, Herr Grischer, und haben gesagt, hier ist die Abrissbirne der Energiewende und es wird, wenn der Stichtag nicht verlängert wird, der Untergang des Abendlandes eintreten. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Keine einzige Windkraftanlage ist nicht gebaut worden. Alle sind sie gebaut worden, aber zu geringeren Kosten. Sie machen sich schuldig, das Ganze unnötig teuer zu machen. Wir versuchen mit diesem Gesetz heute und machen mit diesem Gesetz die Energiewende nicht nur europafester, sondern wir machen mehr Markt, mehr Wettbewerb und wir bringen es besser in die richtige Richtung. Wir hätten gerne noch mehr gemacht, weil es ist wie immer im EEG. Herr Kollege, es geht in die richtige Richtung. Pfeiffer. Es ist besser als der Status quo. Gibt es noch eine Zwischenfrage? Nee, es gibt keine mehr. Die Redezeit ist zu Ende. Wie schön. Vielen Dank für die Anmerkung. Es ist besser als der Status quo, es geht in die richtige Richtung, aber eigentlich wäre noch mehr nötig gewesen. Aber das, was wir heute machen, ist schon ein ordentliches Stück Arbeit. Deshalb bitte ich um Zustimmung und hoffe nicht nur auf breite Unterstützung hier im Hause, sondern auch nachher im Bundesrat. Vielen Dank.
Julia.